So rettet man Verletzte aus einem Panzer. Eine ganz besondere Übung für die Bundeswehrfeuerwehr. 62 Tonnen Stahl und 1500 PS geballte Power. So dynamisch zeigt sich der Leopard 2 im Gelände. Alltag für die Panzerbesatzungen, aber etwas ganz Besonderes für Doreen Engel und Claudia Eisner von der Bundeswehrfeuerwehr. Normalerweise bekämpfen sie Brände. Heute üben die beiden Feuerwehrfrauen mit ihren Kollegen, wie man Verletzte aus einem Panzer rettet. Und dabei gibt es einiges zu beachten. Dass das Betriebssystem der Kampfpanzer selber außer Betrieb genommen wird, dass man das mal gesehen hat, wo kann ich drauftreten, wo kann ich abrutschen, wo sind die Gefahren. Nach einem Unfall muss ein Verletzter von oben aus dem Panzer gezogen werden. Deshalb haben die Besatzungen spezielle Kombis mit Rettungsgriff. Wenn ihr den Kameraden jetzt gleich versucht zu retten, kann man hinten den Panzerkombi aufmachen. Dann seht ihr, hier hinten ist eine Schlaufe drin. Damit es für die Frauen nicht zu schwer wird, hat Hauptfeldwebel Annacker seinen leichtesten Mann zum Gerettetwerden ausgewählt. Trotzdem ist die Übung Schwerarbeit. Ja, die größten Schwierigkeiten bestehen darin, dass im Kampfpanzer sehr wenig Platz ist. Viele Sachen, wo man hängen bleiben kann, Haken, Halter etc., Bedienteile oder Bedienelemente, den Kameraden da rauszuholen. Es sind ja zwei Kameraden, die sitzen übereinander im Kampfpanzer. Wenn man da sich vorstellt, was so eine Person im Schnitt wiegt, zwischen 75 und 80 Kilo, die dann als Person rauszuziehen, man hat nur eine Möglichkeit, an der Panzerkombi anzufassen oder den Kameraden unter die Arme zu greifen und den dann rauszubergen, ist schon eine Herausforderung, die man trainieren sollte. Doreen und Claudia sind froh, dass sie die ungewohnte Übung gemeistert haben. Wir haben ja nicht so oft einen Panzer hier auf dem Übungsplatz und dann doch mal aus so einer kleinen Luke da jemanden rauszuziehen, ist doch mal eine ganz andere körperliche Herausforderung als sonst. Auch für die Panzerbesatzungen ist es ein gutes Gefühl, dass neben den eigenen Kameraden auch die Bundeswehrfeuerwehr genau weiß, wie sie die Soldaten aus einem Panzer retten kann.